Ich möchte die Beiträge in diesem Kongress ergänzen, um eine Perspektive, also um eine Selbsterfahrungsperspektive. Und da hat mich der Name der Konferenz inspiriert, Entheoscience, Entheogene. Entheogene, ich bin griechischer Herkunft, habe mich über den griechischen Titel der Konferenz gefreut. Das sind Stoffe, die Gott generieren. Und die gibt es offenbar tatsächlich, so was ist mir nämlich passiert. Da ich einen leichten Hang ins Lyrische habe, neige ich dazu, mir Dinge aufzuschreiben und sie nicht nur so aus der Hüfte zu erzählen. Und deswegen möchte ich euch einen kleinen Text vortragen über mein Erlebnis. Stell dir vor, durch ganz besondere Umstände begegnest du ganz unvermutet der Natur Gottes. Zum Beispiel mit Hilfe von psychedelischen Substanzen. Schwer vorstellbar, oder? Oder vielleicht leicht vorstellbar. Nun ist das einerseits sehr erfreulich für dich. Man könnte dich beglückwünschen. Andererseits ist das ein echtes Problem. Denn wieder zurück von deiner Begegnung, wie willst du deinen Mitmenschen davon erzählen? Ohne dich lächerlich zu machen, ohne für irre gehalten zu werden. Natur Gottes, nennt es wie ihr wollt, von mir aus auch großes universelles Einhorn. Um den Namen geht es mir dabei nicht. Es gibt ja bekanntlich jede Menge Tabus in unserer Gesellschaft. Alles, was heikel ist, was die gewohnte Ruhe und Ordnung stören könnte, wird gerne mit Tabus belegt. Ist es auch ein Tabu, der Natur Gottes zu begegnen? Ja, was passiert Menschen, die heutzutage der Natur Gottes begegnen? Über ganz intime Spiritualität zu sprechen, die nicht das Geringste mit Religion zu tun hat, darf heutzutage jeder Gott begegnen oder ist das ein Tabu? Die Neigung, den Erzähler zu belächeln, manifestiert sich fast spontan. Ich riskiere es einfach mal, denn mir ist es wirklich passiert. Vor einigen Jahren hielt ich mich im Rahmen eines Retreats in Indien auf. In diesem Retreat ging es darum, mit Hilfe von psychedelischen Substanzen auf eine Reise zu gehen, auf der ich mich tiefer und wahrer selbst erkenne. Der Ort war weit abgelegen von aller Zivilisation in den Bergen Südindiens. Nach einer mehrtägigen Vorbereitung, dem Ankommen in der Einfachheit der indischen Berge, war es dann soweit. An einem sonnigen Morgen saß ich mit mehreren anderen zusammen im Kreis und empfing die Substanz, eine kleine Kapsel. Es handelte sich um 185 Milligramm Neocor bzw. MDMC, einem dem MDMA eng verwandten Amphetamin. Der chemische Unterschied zum MDMA ist lediglich ein in Beta-Position angehängtes Keton, also eine Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung. Daher wird Neocor in Fachkreisen auch
Beta-K-MDMA genannt. Eigentlich nur ein kleiner chemischer Unterschied. Und doch ist die Wirkung eine ganz andere. Ich muss hier betonen, dass jeder Reisende die Wirkung von Substanzen anders erlebt. Daher möchte ich nichts generalisieren. Für mich hat sich die Wirkung des Neocor vor allem in meinem Geist entfaltet. Im Unterschied zum MDMA, welches bei mir überwiegend auf der Herzebene wirkt. Damals war die Substanz erfreulicherweise noch nicht verboten. Gerade auch als gelernter Chemiker muss ich immer wieder staunen, wie sehr sich unsere Auffassung von Realität verändert, gibt man nur ein paar Milligramm einer geeigneten organischen Substanz hinzu. Das wirft bei mir immer wieder die Frage auf, was die sogenannte Realität überhaupt sei, da sie ja noch nicht einmal diesen paar Milligramm standhält. Zurück in die indischen Berge. Ich nahm also meine Neocor-Kapsel mit einem Schluck Wasser ein und legte mich auf den Rücken. Entspannte, atmete ruhig, genoss die gelegentliche Musik. Ganz allmählich, nach etwa 30 Minuten, in Klammern, alle meine Zeitangaben sind chronografisch falsch, fühlte ich, wie ich immer leichter wurde. Das Gewicht meines Körpers, mein Gefühl für die Schwerkraft nahm immer weiter ab. Nach einer Weile empfand ich meinen Körper als ganz da, jedoch unbelastet von Gravitation und völlig bedürfnislos. Nicht kalt, nicht warm, nicht hungrig oder durstig. Es hat nichts gejuckt oder gedrückt, eben völlig bedürfnislos. Im Alltag ein wirklich seltener Zustand. Zugleich fühlte ich, wie immer mehr Energie in meinem Kopf, in meinem Gehirn, in mein Gehirn strömte. In meinem Geist begannen sich erste Pforten zu öffnen. Wenn man noch keine Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen gemacht hat, ist das, was ich hier beschreibe, sicher schwierig nachzuvollziehen. Dann klingt es vielleicht eher wie Alice im Wunderland. Als Reisender jedoch, ist es absolute Realität, vollkommen klar und in sich vollkommen schlüssig. Die ersten Pforten öffneten sich und ich ging, trieb, floss hindurch. Es kamen in schneller Reihenfolge Bilder, Menschen, Gedanken, als würde ich in einem Zug sitzen und aus dem Fenster schauen, so zogen sie an mir vorbei. Da war noch nichts Wichtiges dabei, ich fühlte es, also ließ ich es weiterziehen. Immer tiefere Pforten öffneten sich. Bald konnte ich Gedanken sehen. Sie waren nicht mehr so flüchtig, sie wurden immer plastischer. Es war mehr ein Schauen ins Innere, kein Denken mehr im herkömmlichen Sinne. Und das Schauen ins Innere ging immer tiefer, wurde immer größer. Obwohl ich immer tiefer in mich selbst hineinversank, hatte ich das Gefühl, immer größer und umfassender dabei zu werden. Wie konnte das sein? Diese Größe und Unermesslichkeit gerade auf der Reise ins Innerste, in das am meisten Behütete zu erleben. Vor etwa 10 Jahren hatte ich schon einmal bei einer Therapiesitzung Neocor eingenommen. Damals ging das Erlebnis bereits in eine ähnliche Richtung. Während ich immer tiefer in mich hineinversank, wurde auch dort der erlebte Raum immer größer und unermesslicher. Schon damals sagte ich nach der Reise, noch eine halbe Stunde länger nur und ich wäre Gott begegnet. Und plötzlich, in Indien wieder,
öffnete sich eine weitere Pforte und ich stand vor den großen Fragen des Lebens. Ich hatte Herzklopfen, als mir klar wurde, dass ich mir gerade die tiefste Frage stellte, zu der ich fähig bin. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist Liebe? Was ist Gott? Und ich fühlte, dass ich es weiß, dass ich es wissen kann, wenn es mir gelingt, hinzuschauen. Halluzinationen hatte ich keine, das alles spielte sich in meinem Geist ab. Ich hatte mich in früheren Jahren immer wieder etwas schwer damit getan, die Liebe in das Zentrum von allem zu stellen. Liebe als ultimativer Selbstzweck an sich sozusagen. In dem Satz, der Sinn des Lebens ist die Liebe, hat mir immer etwas gefehlt. Auch wenn viele Gurus und Propheten diesen Satz bereits zum Grund aller Dinge erklärten. Ich hatte immer wieder die Frage, hat nicht auch die Liebe einen Grund? Wofür ist die Liebe gut? Es war mir immer zu religiös und zu esoterisch, die Liebe als letzten Grund hinzustellen. Auch Liebe muss für etwas gut sein. Dem ewigen Universum kann es nicht so wichtig sein, ob wir lieben oder nicht. In diesem gigantischen, endlosen, ewigen Universum muss es noch eine übergeordnete Qualität geben, die Mensch und Materie miteinander verbindet. Einfache Materie kennt die Liebe nicht. Also, was haben wir Menschen mit der Materie des Universums gemeinsam? Was ist das große, alles Verbindende? Stellt euch doch einfach mal das Universum vor. Ewig, endlos. Wie bitte, Universum? Man ist eigentlich ein wenig hilflos, weil man damit in aller Regel total überfordert ist. Auf Neo Koa in dieser Vision war ich in der Lage, das Universum in seiner schieren Unendlichkeit und Ewigkeit zu fühlen. Es war absolut ergreifend. Mir kamen die Tränen dabei. Ich sah, dass selbst noch hinter der Liebe, jenseits aller Menschenwelt, eine Qualität liegen muss, die noch tiefer ist, noch umfassender, der Urgrund aller Dinge sozusagen, in dem alle Worte enden, wie sanfte Meereswellen am Strand an einem friedlichen Sommertag. Diese Qualität mag man vielleicht Gott nennen. Ich möchte sie die kosmische Stille nennen. Im tiefsten Innersten geht es nicht mehr um Liebe. Das war meine Erkenntnis. Wenn wir unseren Weg ins tiefste Innerste tatsächlich eines Tages zu gehen vermögen, dann hat die Liebe ihre Arbeit getan. Sie geht auf, wird eins mit allem, nicht mehr differenzierbar. Sie geht auf in die kosmische Stille. In unserem Universum, den unzähligen Galaxien darin, ist die kosmische Stille das einzige Allumfassende. Wenn die Liebe im tiefsten Innersten aufgeht, ist die allumfassende, in die allumfassende Stille hinein, sind wir verbunden mit dem ganzen Universum und gehen selbst darin auf. Und plötzlich fühlte ich die Qualität, nach der ich gesucht hatte. Die Qualität, welche uns Menschen mit dem unermesslichen Universum eins werden lässt. Die Stille.
Ich atmete ruhig ein und aus, fühlte zunehmend die Stille des Universums, der Sonnen, Planeten, Sternensysteme, wie sie sich majestätisch und lautlos durch den ewigen Raum bewegten und wie genau dieselbe Stille auch mich erfasste. Wir wurden eins. Für eine Ewigkeit, für einen Moment. In diesem Moment begriff ich die Natur Gottes. Gott ist kosmische Stille. Nichts weiter. Der höchste Gipfel, die tiefste Weisheit. Gott ist der große Geist der kosmischen Stille. Mein Herz hatte noch Fragen. Wofür ist die Liebe da? Mein inneres Universum antwortete, oder war es doch das Äußere? Es war nicht mehr zu unterscheiden. Liebe ist unsere Brücke ins Metaphysische, zu den großen Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Gott, nach unserer Vergänglichkeit. Wir Menschen brauchen Liebe, um zur Stille zu finden. Die Natur Gottes ist überall, doch ohne Liebe werden wir nie zur Stille finden. Liebe ist der Menschenweg in die kosmische Stille, in das Einswerden mit der Materie des Universums. Die Liebe wird damit zu meinem unersetzbaren, unverzichtbaren Vehikel. Ohne das Vehikel der Liebe werde ich niemals die Stille finden. Eine große Hilfe auf diesem Weg ist es, die Liebe seines Lebens zu finden. Die Liebe meines Lebens, vielleicht auch die Lieben, ist ein wunderbares Gefährt auf dem Weg in die Stille. Mit jedem Jahr in Liebe wird die Liebe selbst immer und immer stiller, in stiller Glückseligkeit. Gemeinsame Stille ist Einssein. Und damit ist nicht gemeint, sich gegenseitig ein Halsmaul zu befehlen, wie das oft passiert. Ich war komplett gefüllt mit dieser Innen-Außenschau und saß den Rest der Reise mit einem tiefen Gefühl von Frieden auf meinem Platz. Nach etwa 6 Stunden lief die Reise allmählich aus. Doch dieses tiefe, bewegende Gefühl der Schau blieb bis heute. Es ist nicht jeden Tag da, doch ich kann es abrufen. Ich habe die Reise mit NeoCore erlebt wie einen Shortcut to Enlightenment, eine Abkürzung zur Erleuchtung. Ein Trampolin, auf das ich springe, um durch ein Fenster zu schauen, das ansonsten unerreichbar hoch angebracht ist. Ja, ich komme wieder zurück in das Alltagsbewusstsein, doch was ich gesehen habe, das bleibt. Es wird ein Teil von mir. Die Substanz hat mir eine Erfahrung von Stille ermöglicht, für die ich sonst eine lange, lange Zeit meditieren müsste. Über Meditation zur wirklichen Stille zu finden, ist sicher wesentlich nachhaltiger, aber doch eben auch unerreichbar mühsamer für viele Menschen unserer Zeit. Es macht so viel Frieden, einmal auf den Grund aller Dinge geschaut zu haben und zu wissen, unser alltägliches Leben ist nicht sinnlos. Das habe ich erlebt.